Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Heute zeige ich euch die Partie des Jahres 2019. Zumindest, wenn es nach den Lesern der zwei weltweit wahrscheinlich größten Webseiten im Schach, chessbase.com und chess.com, geht. Denn dort wurde diese Wahl durchgeführt, es wurden Partien vorgestellt, zur Wahl gestellt und auf beiden Seiten wurde die gleiche Partie zur besten Partie des Jahres gewählt. Und zwar die Partie zwischen Alireza Firusia und Murali Kartikeyan, gespielt im Juni 2019 bei der asiatischen Kontinentalmeisterschaft. Aus meiner Sicht, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich die beste Partie war. Ich glaube, ich hätte was anderes gewählt. Aber wenn so viele Schachfans diese Partie zur besten Partie wählen, dann muss ich sie natürlich hier auf diesem Kanal zeigen. Alireza Firusia mit Weiß sollte jedem von euch inzwischen ein Begriff sein, der diesen Kanal verfolgt oder der die Schachwelt verfolgt, denn der 16-jährige Wunderknabe aus Iran ist inzwischen die Nummer 27 der Weltrangliste mit einer Elo-Zahl von 2723. Ich gucke es mal kurz nach. 2723, absoluter Wahnsinn, in dem Alter schon so weit in der Weltspitze, so weit vorne zu sein in der Weltrangliste. Ich habe ja auch schon mehrere Videos von ihm gezeigt hier auf dem Kanal und habe ihn auch schon vorgestellt. Mit Schwarz spielt der indische Großmeister Murali Kartikeyan, 20 Jahre alt und mit einer Elo-Zahl von knapp über 2600, die Nummer 215 der Weltrangliste. Zum Zeitpunkt der Partie hatten beide ein bisschen weniger Elo-Zahl. Das zeigt auch, dass sie sich verbessert haben in diesem einen halben Jahr. Firusia spielt mit Weiß, Kartikeyan mit Schwarz. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, deswegen werde ich ein bisschen Tee trinken zwischendurch, damit ihr mich einigermaßen versteht. Partie beginnt mit D4. Wie gesagt, Firusia spielt mit Weiß. Wir zeigen aber die Partie hier aus schwarzer Sicht. Ihr könnt euch vorstellen schon warum. Springer F6, C4, G6, Springer C3, Läufer G7, E4, D6. Das ist die königsindische Verteidigung, eine sehr beliebte Verteidigung, charakterisiert dadurch, dass Schwarz dem Weißen das Zentrum überlässt. Wir sehen, Weiß hat hier so ein Wahnsinnszentrum aufgebaut mit drei Bauern, unterstützt von diesem Springer hier. Schwarz dagegen fianchettiert seinen Läufer und rochiert schnell. Das heißt, er bringt schnell seinen König in Sicherheit. Und der Plan von Schwarz in dieser Eröffnung ist, wir werden sehen, im Prinzip egal, was Weiß macht, das Zentrum anzugreifen mit den typischen Zügen E5 und C5. Ich mache jetzt mal hier die ganzen farbigen Felder wieder weg. Also mit E5 oder C5 den schwächsten Punkt im Zentrum anzugreifen, und das ist der Punkt D4. Das Feld D5 ist ja von Weiß sehr gut kontrolliert hier. Da kann der weiße schwarze Bauer nicht vorstoßen. Das macht weniger Sinn. Es gibt... Gegen Königsindisch kann Weiß im Prinzip fast alles machen, was er will in der Eröffnung. Es gibt zahlreiche Systeme. Das ist hier das klassische System. Und der Hauptzug hier ist Springer F3. Firusia spielt aber erstmal H3. Das ist auch ein beliebter Zug. Rochade. Beliebt allerdings meistens in der Kombination mit Springer F3. Ein weiterer Zug, der hier möglich ist, ist Läufer G5. Wir sehen, es ist fast wirklich jeder Zug möglich hier, der nicht irgendwie etwas einstellt. Firusia spielt hier Läufer E3. Die Theorie der königsindischen Verteidigung ist extrem weit fortgeschritten. Es gibt einen Experten in dieser Eröffnung, den griechischen Großmeister Vassilios Kotronias, der hat ein fünfbändiges Monumentalwerk eigentlich im Prinzip verfasst zu dieser Eröffnung für den Verlag Quality Chess. Das sind allein der erste Band umfasste 700 Seiten, völliger Wahnsinn. Der Umfang der Theorie ist eigentlich im Prinzip für keinen Menschen auf dieser Welt inzwischen erfassbar. Oder zumindest, man kann sich das nicht mehr alles merken. Läufer E3. Jetzt, Läufer E3 ist ein bisschen selten in Kombination mit H3, aber gut, es ist möglich. Schwarz möchte jetzt im nächsten Zug das Zentrum attackieren, wie ich schon gesagt habe, mit E5 oder C5. Kartikeyan wählt den Zug C5 hier. Attackiert den Bauern auf D4.
Weiß hat zwei Möglichkeiten, zwei grundsätzliche. Entweder er schiebt den Bauern vor, D5, und sichert sich noch mehr Raumgewinn im Zentrum. Darauf müsste Schwarz auf jeden Fall mit E6 reagieren, um den Bauern auf D5 zu attackieren und so ein bisschen das weiße Zentrum zu lockern. Die andere Möglichkeit ist aber mit Springer F3 fortzusetzen, in der Hoffnung, dass Schwarz jetzt hier auf D4 nimmt. Weiß nimmt wieder mit dem Springer und dann haben wir den sogenannten Marocchi, so eine gesamte Marocchi-Struktur im Zentrum, E4 und C4. Dadurch hat Weiß Raumvorteil. Sehr angenehm zu spielende Stellung in der Regel für Weiß. Ja, ich bin schon ein bisschen erkältet, meine Güte. Auch nicht die größte Freude, dann Videos zu drehen, aber ich möchte nicht pausieren. Ich möchte euch natürlich Videos liefern. Der indische Großmeister wählte jetzt aber hier nicht E-mal D4, sondern den taktischen Zug Dame A5. Er bringt früh die Dame ins Spiel, fesselt den Springer auf C3 und es droht jetzt Springer schlicht E4. Darauf muss Weiß natürlich adäquat reagieren. Der logische Zug wäre jetzt gewesen, oder der logischste Läufer D3. Eine Drohung abzuwehren mit der Entwicklung einer Figur. Dann wäre Schwarz früher oder später auch nichts übrig geblieben, als auf D4 zu nehmen. Zum Beispiel hier, dann hätte man so eine Struktur. Wie gesagt, Weiß hat Raumvorteil im Zentrum und objektiv die etwas bessere Stellung. Firuzja spielte allerdings den etwas seltsam anmutenden Zug Springer D2, deckt damit den Bauern auf E4, die Fesselung wird aufgehoben und er plant nach B3 zu gehen, um die Dame zu attackieren. Es droht auch Springer B3, Neps schlagen auf C5, weil der Springer auch diesen Bauern attackieren würde, zusammen mit dem Läufer und dem Bauern. Das heißt, Schwarz bleibt im Prinzip nichts anderes übrig als zu nehmen, außer zu nehmen. Und nach CD4, man möchte normalerweise immer mit dem Springer nehmen auf D4. Die Sache ist, wenn der Läufer nimmt, dann hat Schwarz hier sehr angenehm Springer C6, entwickelt den Springer mit Tempo und greift den Läufer an. Springer B3, Dame würde zurückgehen, aber dann hätte Weiß ein Tempo verloren. Man möchte nicht diesen Läufer, das ist ein starker Läufer, nicht tauschen gegen diesen Springer, dann müsste man mit dem Läufer wieder zurück und dieser Tempoverlust wäre einfach derart, dass Schwarz jetzt das Spiel ausgeglichen hätte. Das ist nicht im Sinne des Erfinders und deswegen kam Springer B3, greift den Bauern und die Dame an. Jetzt dachte Kartikeyan gut 20 Minuten nach über seinen nächsten Zug. Logisch wäre es gewesen, jetzt die Dame zurückzuziehen, natürlich. Und dann so eine. Dann hätte er aber freiwillig diese Struktur spielen müssen, die er aber offensichtlich nicht wollte. Ich hatte ja schon erwähnt, jetzt zwei, dreimal, dass hier Weiß Raumvorteil hat. Und er entkorkte hier nach 20 Minuten Nachdenken das Damenopfer, Dame schlägt C3. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen. Das ist auch der Grund, warum die Partie im letzten Jahr so für Furore sorgte. Und überall in allen Gazetten nachzuspielen war und zu lesen war. In der Tat ist das Opfer interessant, objektiv auch gar nicht so schlecht. Was bekommt Schwarz für das Damenopfer? Weiß nimmt natürlich die Dame und jetzt nimmt Schwarz den Läufer hier. Schwarz bekommt zwei Leichtfiguren. Erstmal. Und er bekommt, wie wir sehen werden, sehr starke Leichtfiguren und sehr viel Spiel auf den schwarzen Feldern. Weiß hat hier auch Probleme mit seinen Bauern, ein Doppelbauer. Zum Beispiel, wenn jetzt zudem ist der Bauer auf E4 angegriffen. Das heißt, wenn Weiß jetzt hier den Bauern auf E3 geschnappt hätte, dann wäre Springer schlicht E4 erfolgt. Und wir sehen schon, hier ist ein schwacher Bauer, den müsste jetzt Weiß wahrscheinlich decken, beziehungsweise kann er auch noch nicht mal decken, der ist gleich weg. Und Schwarz würde sehr viel Spiel bekommen. Ne? Wir sehen auch, der weiße König steht noch in der Mitte, ist unrochiert. Hier haben wir ein starkes Feld, dort haben wir ein starkes Feld. Die Springer bekommen, die Leichtfiguren von Schwarz bekommen sehr, sehr schöne Felder. Und wie wir später sehen werden, fand Firuzja kein Gegenrezept gegen diese schwarze Strategie. Er bleibt auf seine schwachen Leichtfiguren noch hocken. Auch dieser Läufer auf F1 schaut auf seine Bauern. Wir werden sehen, er findet auch keine Betätigung. Was hätte hier Weiß machen sollen? Das Beste wäre gewesen, Läufer D3, den Bauern auf E4 zu decken. Gut, dann nimmt halt Schwarz auf F2 und dann erreichen wir so eine Stellung und spielen sowas. Und wie ich schon erwähnte,
Die schwarzen Leichtfiguren finden wunderschöne Felder im Zentrum, insbesondere die schwarzen Felder. Und auf den schwarzen Feldern hat Weiß Problem, zu opponieren, also sich entgegenzustellen. Weil er verfügt ja nur über einen weißfeldigen Läufer. Und Schwarz hat auch solche Ideen. B6, Läufer B7, dann wird dieser Bauer fixiert, die können nicht nach vorne. Also, das Damenopfer hat schon Sinn gemacht. Weiß spielt aber hier einen schlechten Zug F3, deckt mit dem F-Bauern den E-Bauern. Fiducia hofft, dass er mit Dame C1, Dame schlicht E3 diesen Bauern hier, diesen Eindringling gewinnen kann. Wir werden aber sehen, dass Schwarz diesen Bauern decken wird. Springer H5 droht, den C3-Bauern zu schlagen mit Schach. Und der Springer visiert auch diese schwachen Felder hier an. Die schwarzen Felder sind sehr schwach im weißen Lager. Dame C1 deckt den Bauern und greift den Bauern E3 an. Den möchte Schwarz nicht geben und spielt Läufer H6. Es geht weiter mit G4. Springer F4. Natürlich jetzt hier, jetzt kommen so kleine taktische Tricks. Natürlich darf Weiß jetzt nicht den Bauern nehmen, wegen Springer G2 Abzugsschach und Weiß verliert die Dame. Das macht keinen Sinn. Es kam jetzt aber der schlechte Zug König D1, ein fragwürdiger Zug, denn er stellt sich so richtig rein in dieses Schach hier. Ich weiß auch gar nicht, warum er König D1 gemacht hat, ehrlich gesagt. Droht hier irgendwas? Na, es droht so ein bisschen E2. Genau, es droht E2. Sagen wir, ich mache irgendeinen blöden Zug A4, E2 und wenn der Läufer nimmt, dann kommt Springer G2 Schach und dann fällt die Dame. Dann bekommt Schwarz seine Dame zurück mit hervorragendem Spiel. Aber das ist hervorragendes Spiel, er gewinnt eine Figur einfach letztendlich. Deswegen hat er König D1 gespielt. Aber besser wäre gewesen, Dame C2 zu spielen. Okay, A4 nehmen wir mal zurück. Dame C2. Aus dieser Fesselung, aus dieser Diagonale zu gehen, nicht Fesselung. Aus dem Sichtkreis des schwarzen Läufers hier. Und dann wäre die Partie so weitergegangen ungefähr. Und hier steht Weiß wahrscheinlich etwas besser. Der Springer auf D4 ist sehr stark, deckt den Bauern auf F3. Hier hat Weiß Möglichkeiten, seine Bauern vorzuziehen, den Läufer zu vertreiben. Das wäre besser gewesen. Stattdessen zog er König D1 und ging so. Der Drohung aus dem Weg. Wenn jetzt E2 gefolgt wäre, das ist Quatsch, ne? Dann nimmt er einfach weg und Springer schlägt E2. Bringt nichts, weil die Dame einfach den Läufer schlägt auf H6. Hier gab es allerdings einen sehr starken Zug, mit dem Schwarz im Vorteil hätte kommen können, taktisch. Und zwar haben beide übersehen, Springer D3. Wirklich ein sehr schöner Zug, greift die Dame an, droht die Gabel auf F2 und es droht E2, Schach, Abzugsschach. Also nehmen, E2 Schach und dann diese Stellung hier, B6. Dann hätte Schwarz die zwei Leichtfiguren gegen die Dame zurückgegeben, aber er hätte ein besseres Endspiel, weil weil Weiß hier schwache Bauern hat am Damenflügel. Und er kann sich wunderbar mit dem Springer nach C5 stellen oder nach E5. Oder er kann natürlich auch den Bauern auf C4 attackieren, sehr stark. Stattdessen spielte Schwarz Springer E6. Ging mit dem Springer zurück, es droht E2, Abzugsschach. Deswegen ging der König nach C2. Springer C6. H4. Läufer F4. Da steht der Läufer natürlich prächtig. Ist sehr nervig für Weiß, mit diesem Eindringling auf E3 auch umzugehen. Weil er natürlich sehr viele Felder hier kontrolliert. So viele auch nicht, aber zwei. Na, dieses Pfeile machen ist manchmal nervig. Und er muss so ein bisschen drumrum spielen, aber diese Kontrolle der schwarzen Felder von Schwarz, die ist wirklich äußerst nervig für Weiß. Dame D1, Springer E5. Wir sehen, Schwarz besitzt hier wirklich sehr, sehr schöne Leichtfiguren im Zentrum. Springer D1, das macht Springer C1, Läufer D7, das macht Sinn. Jetzt droht Läufer A4 Schach, deswegen A4. Turm AC8. Wir sehen, Schwarz bringt jetzt so langsam seine restlichen Figuren auch ins Spiel. Springer E2. Na, hier wäre es besser gewesen, mit Springer D3 auf jeden Fall den Tausch einer Leichtfigur zu forcieren. Einmal nehmen hier und dann Springer C5 ist aber auch
sehr unangenehm. Schwarz steht hier besser, der Bauer auf A4 ist angegriffen. Sehr, sehr schwierig zu handeln, diese Stellung. Ich vermute mal auch, früher oder später wird dieser Bauer fallen, wenn ich Läufer A6 spiele. Läufer E6, Türme hier, verdopple eventuell. Sieht übel aus für Weiß. Springer E2, greift den Läufer an. Den möchten wir nicht abgeben, der geht zurück. Jetzt kam G5. Zumindest hat Weiß etwas erreicht. Er hat den schwarzfälligen Läufer so ein bisschen zurückgedrängt. Läufer H3. Aber jetzt gab Weiß einfach diesen Bauern ab auf F3. In der Hoffnung, dass er dadurch, dass er diesen Bauern hier gewinnt, endlich ist er den Eindringling los. Aber für welchen Preis? Zu welchem Preis? Er gibt hier eine ganze Menge Bauern ab. Noch ein Bauer fällt. Und hier steht Weiß tatsächlich inzwischen auf Verlust. Weil die schwarzen Figuren sind extrem aktiv. Zählen wir mal so ein bisschen das Material. Schwarz hat inzwischen zwei Leichtfiguren und zwei Bauern für die Dame. Das ist schon eine ganze Menge. Das ist nur noch ein Pünktchen weniger. Dame ist 9 Punkte wert und zwei Leichtfiguren und zwei Bauern sind 8 Punkte wert. Das heißt, ein Pünktchen nur noch ist es also im Prinzip irrelevant. Dame F2. In so einem Fall spricht man gerne auch von Domination of Pieces. Das heißt, die Mehrheit der Figuren, eine Mehrheit von Figuren dominiert gegen eine einzelne Dame, die gegen so viele gegnerische Figuren große Probleme hat. Turm C5 aktiviert den Turm, Turm B1, Läufer C6 greift noch einen Bauern an, Läufer G2 und jetzt kommt ganz stark F5. Dieser Zug gefällt mir, weil er öffnet die F-Linie für die letzte inaktive Figur von Schwarz, nämlich den Turm auf F8. Er nimmt einmal en passant. Wir nehmen. So, jetzt droht allerlei hier wahrscheinlich. Hier so ein Abzug, ne? Turm F1. Aus irgendeinem Grund ließ Firouzja den Abzug zu. Er hätte eher die Dame wegziehen sollen. Aber auch hier. Die vielen. Wir sehen auch, Weiß hat vier Isolanis. Also vier vereinzelte Bauern. Sehr schwach und die bilden natürlich lohnende Angriffsziele für Schwarz. Stattdessen ließ Weiß hier den Abzug zu, Läufer schlägt C3. Und ja, inzwischen war er wahrscheinlich so genervt von der ganzen Partie, dass er jetzt abgewickelt hat, gab die Dame und ging in dieses Endspiel über mit einem Turm gegen zwei Leichtfiguren. Das Problem ist aber, dass Schwarz hier einfach jetzt großen materiellen Vorteil hat. Er hat zwei Leichtfiguren plus drei Bauern gegen den Turm. Das ist mega gewonnen. Das ist auch materiell einfach auch viel schlechter. Das sind 9 Punkte gegen 5 Punkte. Also 4 Punkte Vorsprung. Das ist Wahnsinn. Also normalerweise sagt man immer so zwei Leichtfiguren ungefähr so stark wie ein Turm. Zwei Leichtfiguren plus Bauer. Plus zwei Bauern sowieso schon. Klar besser. Meistens auch plus Bauer. Und hier diese Stellung ist komplett gewonnen. Ich zeige jetzt aber im Schnelldurchlauf, wie Schwarz das jetzt nach Hause gefahren hat. Wir sehen inzwischen ist noch ein Bauer gefallen. Weiß spielt verzweifelt weiter, versucht den Turm zu aktivieren, aber es reicht nicht. Wir werden sehen, am Ende wird Schwarz gewinnen, weil er seine Bauern einfach vorprescht. Den G-Bauern, wir sehen, der G-Bauer ist ein Freibauer und der E-Bauer kommt jetzt auch noch angerast. Er hätte schon längst aufgeben können. Das tat er gleich. Keine Sorge. Turm E1, König F3. Jetzt gab er auf. Diese Masse an schwarzen Bauern und schwarzen Figuren ist nicht aufzuhalten. Es droht hier allerlei. Es droht hier König C2 zum Beispiel, um jetzt König F2, um die beiden Figuren anzugreifen. Aber auch hier, die Bauern laufen einfach. Auch der läuft einfach durch. Wie auch immer. So, das war die Partie des Jahres 2019. Ich bin mir nicht sicher. Hat sie euch so gut gefallen wie den anderen, wie den vielen Lesern auf dieser Seite Chessbase und chess.com? Schreibt mir eure Meinung dazu auf. Ihr könnt ja noch auf die Seiten gehen und die jeweiligen Berichte raussuchen, wo die anderen Partien vorgestellt werden. Ich hätte, wie gesagt, eine andere Partie gewählt. Ich denke, die meisten Leute waren davon beeindruckt, wie Schwarz hier die Dame geopfert hat. Damenopfer sind halt immer toll, kommen auch nicht so häufig vor, insbesondere auf diesem Niveau. Und dadurch, dass sie so selten sind, ja, bringt es die Leute dazu, direkt begeistert zu sein.
Vielleicht ist euch irgendetwas aufgefallen in dem heutigen Video. Ich habe die Koordinaten größer gemacht, denn es gab so einige Wünsche, Kommentare, dass ich die Koordinaten größer machen soll. Und ich denke, so wie die Zahlen und Buchstaben jetzt zu sehen sind, also die Größe sollte für jeden jetzt sichtbar sein. Gut, abonniert den Kanal, am besten mit Glocke, damit ihr jederzeit benachrichtigt werdet, sobald ich hier ein Video veröffentliche. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, schreibt mir eure Meinung über diese Partie. Vielen Dank.